Wir feiern heute ein Jubiläum, und zwar ein Doppeljubiläum. Das IZM, das Institut für zeitgenössische Musik, wird 10 Jahre alt und zusammen mit dem Institut für zeitgenössische Musik auch die HIP, nämlich das Institut für historische Interpretationspraxis. Beide wurden gleichzeitig gegründet, 2005, und heute wird gefeiert. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem 10-jährigen Jubiläum. IZM und HIP sollen noch viele Jahre lang das Unerhörte hörbar machen, vielfältig erhört werden und weiterhin ordentlich unerhört sein. Das Wesentliche, was an Kunst stattfindet, ist eigentlich das Zeitgenössische. Das andere ist historisch, das ist wichtig als unsere Geschichte, auch die Pflege dessen ist wichtig. Aber es macht nur Sinn, das Ganze aus der Perspektive von heute immer wieder lebendig werden zu lassen. Und das war auch die Motivation, der Anstoß, hier die Potenziale, die im Haus ohnehin vorhanden sind, mehr in Verbindung zu bringen und zu nutzen und damit eben die zeitgenössische Musik mehr in den Fokus zu nehmen. Darf ich da mal ein kleines Stück weit nur die Feli und Bässe haben? Das IZM hat sich auf die Fahnen geschrieben, auf jeden Fall so eine Art Schnittstelle zu sein zwischen allen Fachbereichen. Also es sind natürlich diese Workshop-Formate, wo wir zum Teil große Komponisten oder Musikdenker, aber auch Interpreten einladen, die mit den Studierenden arbeiten. Es gibt Lectures, Symposien, Exkursionen, es gibt wirkliche Konzertprojekte, auch Musiktheaterprojekte, große interdisziplinäre Sachen. Es gibt aber auch so Großformate wie die Neue Musiknacht, wo wirklich die komplette Hochschule in Beschlag genommen wird und aus jeder Ecke sozusagen neue Musik tönt. Wir sind hier im Studio für elektronische Musik und Akustik der Musikhochschule. Und die Fragestellung war halt einfach die, was kann ein Student brauchen von so einem Studio? Also was kann er nicht zu Hause machen? Zu Hause kann er am Laptop eigentlich fast alles technisch realisieren, aber ihm fehlen beispielsweise gute Lautsprecher, ihm fehlen gute Räume, die entsprechend Platz bieten. Ihm fehlt die Möglichkeit, mit Musikern zusammen Dinge auszuprobieren und ihm fehlt eben auch die Möglichkeit, einen etwas umfangreicheren Aufbau für mehrere Zeit beispielsweise stehen zu lassen. Also all diese Dinge, die sind es, die in meinen Augen so einen Raum so extrem wichtig machen für Studenten. Ich habe das Gefühl, dass man hier wie in so ein gemachtes Nest hineinkommt. Ja, man hat alle Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, mit Instrumentalisten zu arbeiten, auch in der Hochschule. Wir machen jetzt ein Projekt zusammen mit Studenten der künstlerischen Instrumentalausbildung. Wir haben regelmäßig Projekte zusammen mit der Schauspielabteilung. Die Angebote sind sehr umfangreich und im Grunde fast mehr, als die Studenten eigentlich leisten können. Es sind eigentlich ziemlich viele Konzerte, die auch über das EZM natürlich laufen, wo wir dann auch in verschiedener Weise involviert sind. Technische Betreuung, Programmgestaltung bis hin dazu, dass wir selbst auf der Bühne was machen dürfen. Aber auch umgekehrt, wenn wir auch Kontakte nach außen haben und wir in irgendeiner Form Unterstützung vom IZM brauchen, ist das IZM eigentlich auch immer da. Also ich empfinde mich wirklich als Schnittstelle nicht nur innerhalb des Hauses, sondern auch als Schnittstelle nach außen. Das heißt in die Stadt, aber auch in die Region. Wir haben das Ensemble Modern, wir haben den Kulturfonds Rhein-Main, wir haben die Ferienkurse in Darmstadt. Also es ist wirklich eine Region, wo man sehr einfach Synergien herstellen kann und die man auch gut nutzbar machen kann für unsere Studierenden hier. Thank you.
Wir haben seit etlichen Jahren auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern, indem wir einen gemeinsamen Masterstudiengang mit der Ensemble Modern Akademie auf die Beine gestellt haben zum Thema zeitgenössische Musik. Das trägt natürlich auch wieder Kompetenz, Erfahrung und eben auch Motivation in die Hochschule hinein. In Kooperationen, und da ist die IEMA ein gutes Beispiel dafür, da sind dann plötzlich Sachen möglich, die wir alleine nicht könnten. Und die können wir nur gemeinsam mit unseren Partnern machen. Jedes Orchester, jedes Opernhaus spielt zeitgenössische Opern, zeitgenössische Stücke. Selbst die Berliner Philharmoniker spielen Lachenmann. Und jeder Student sollte einen Werkzeugkasten haben, wo bestimmte Sachen drin sind. Spieltechniken, Geräusche, wie mache ich was. Auch ich muss ständig für jedes Stück, das neu kommt, neue Sachen mir ausdenken. Oder es gibt immer wieder Dinge, wo ich sage, oh, wie mache ich das jetzt, wie funktioniert das? Das gehört dazu. Und das kann man an der Hochschule schon lernen. Ich habe mit dem Anfang meines Bachelors noch gar nicht so richtig was von neuer Musik verstanden und habe dann irgendwie angefangen, was zu hören. Und dann kam mein Debüt in neuer Musik und gleichzeitig auch in Oper. Also durfte ich bei Büchners Frauen, das war ein großes Projekt vom IZM, da habe ich dann mitgesungen damals und dann war es um mich geschehen. Seitdem war ich dann auch nicht mehr aus dem IZM wegzudenken. Sehr schön. Die eine Sache, wenn du von der ersten zur zweiten Strophe, wenn das Klopfen beginnt, nicht zwischendurch abdämpfen. Nicht dämpfen. Lass einfach klingen, was klingt, und dann geht's los. Ne? Okay, wenn schon. Nummer drei. Ja. Aber das Tempo war besser. Als das war gut, ne? Genau. Also einfach so. Man hat viel Freiheit, indem man ganz oft auch noch mit den Komponisten einfach zusammenarbeiten kann, was für mich ein wahnsinnig großes Ding ist. Also ich meine, man sitzt so am Zahn der Zeit und kann mit den Leuten direkt arbeiten. Man kann sie fragen, welchen Klang hättest du gerne. Man kann absolut ins Detail, in die Tiefe gehen und damit bekommt es dann einfach auch ganz viel Lebendigkeit und Leben. Das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, man kann sagen, dass in den letzten 10 Jahren sich das Profil der Frankfurter Hochschule in Richtung zeitgenössische Musik geschärft hat. Und ich denke und hoffe, dass das auch in der Zukunft noch weiter sich entwickelt. Und das heißt eben nicht nur mit Einzelnen und immer mit denselben zu arbeiten, sondern wirklich in die Breite zu gehen und Zeitgenössisches erlebbar zu machen. Die zeitgenössische Musik ist einfach selbstverständlicher geworden in der Hochschule. Und das ist ganz schön viel, wenn man das sagen kann.